Da sind wir wieder, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Wenn wir weiter da ein bisschen die Gegend erkunden und werden jetzt ein bisschen natürlich Federn farmen. Inventar ist ausgeräumt, es ist wieder Tag. Da gibt es super leibend viele Vögel. Wo wir Fleisch und Federn kriegen, was wir alles brauchen. Für unser Bufffood, für unsere Pfeile. Könnte nicht besser sein. Also wunderschön da. Und jetzt haben wir gesagt, wir schauen uns jetzt genauer um, weil das letzte Mal waren wir ja mit dem Inventar voll. So geht's natürlich gar nicht. Ne? So geht's nicht. Da gehen wir jetzt vielleicht aufs Axtal. Sicher, sicher. Schauen wir, was da ist. Oh. Wunderbar. Wenn wir da gleich mal ein bisschen Panzerfasern brauchen wir genau nicht. Was ist das Schönes? Blätter! Wieder was Neues. Safran sowieso. Das sind. Das ist verdorrt, das sind Fasern. Na, die kann man ja dann nachher wegschmeißen, Leute. Das ist ja halb so wild jetzt. Oh oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ist gleich alles kaputt worden. Okay, sollten wir uns sparen, eventuell. Direkt neben die Felder, jetzt wissen wir es. Nägel brauchen wir eigentlich auch nicht, aber wurscht. Was ist das schon wieder? Schönes Erfahrungsschriftrolle. Brauchen wir auch nicht mehr. Tierfell brauchen wir auch nicht. So, pass auf, das ganze Krempel, was ich mache, immer die falsche Taste. Wurscht, benutzen, tschüss. So. Schade, dass wir das eine da jetzt kaputt gemacht haben, ne? Aber das sollte ja eigentlich wieder kommen, ne? Wenn wir dann länger nicht da sind. Safran nehmen wir alles mit. Oh, das ist ja riesig da. Schauen wir uns alles an. Und da werden wir zuerst einmal die Klette farmen. Die Pflanzenfasern werden wir dann alle wegtun. Okay, also neben diesen Dingern, die sind äußerst empfindlich, wie es ausschaut, sollten wir da nicht lustig herumschlagen. Weil sonst ist das alles weg. Ist aber. Gereinigter Verband nehmen wir mit. Gelber Stoff. Na, habe der, was gibt es da? Fossila Knochen ist wunderbar. Holzscheite, wurscht, nehmen wir mit. Leder. Möchte nichts überlassen. Roter Stoff. Nitrat, sehr gut. Nitrat brauchen wir nämlich. Einfach da mal ein bisschen randalieren. Stroh haben wir da. Sehr gut. Oh, da liegt auch noch was. Leinen. Sehr schön. Das sind jetzt wirklich alle Sachen, die wir wirklich noch brauchen. Also der Großteil davon. Außer Holznägel brauchen wir nicht unbedingt und Holzscheite. Aber wurscht. Wir nehmen es jetzt mit, weil es sich schon so anbietet. Kostet ja nichts, ne? Wie man so schön sagt. Aber einmal kurz einmal reinklopfen. Ist das einfach nur Sandstein, okay. Den Sandstein habe ich nämlich schon verarbeitet und habe diesen neuen Sandsteinblock da gemacht. Deswegen nehme ich da jetzt wieder ein bisschen Sandstein mit. Aber wenn es nicht nötig ist, ich mache es trotzdem, dass wir einfach wieder ein bisschen Sandstein haben. Na? So. Man muss es ja nicht übertreiben. Reicht aber, wenn man ein bisschen mitnimmt. Wie viel Safran, das wir da kriegen. Und Klette. Dürfen wir da nicht vergessen, dass wir von dem dann auch einmal uns. Na, habe ich die. Dass wir uns da auch einmal ein Setzling zusammenschrauben. Da werden wir ganz einfach jetzt mit Axt einmal durchradieren. Glassplitter. Ich bin ja schon gespannt, was mit dem Glassplitter dann auf sich hat. Kann man dann Glas machen? Glasscheiben? Oder. Was ist das für Dekomaterial? Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es selbst nicht. Und da ich mich ja nicht unbedingt spoilern lassen will, muss ich das ja selber entdecken und herausfinden.
Habe ich dann noch keinen Schimmer. Salz braucht man nicht. Ah, Mehl ist es. Okay, wurscht, Mehl. Salz brauchen wir nicht. Oh oh. Mehl kann man mitnehmen, ist ja wurscht. Da haben wir wieder Stoff und Mehl und so Geschichten und Wasser. Jetzt sollten wir da alles, glaube ich, haben, ne? Ja, na, fast. Passt. Hurra. Na dann. Rein da. Ja, ganz steht nur da. Na? Fange es ja. Habe ich an. Wir würden uns normalerweise nichts tun, Leute, aber ich will einfach in Loot. Wart aber war. Ich bin ein ganz äußerst böser Mensch. Da muss man einfach. Aber das schaut so arg aus, was ist. Das kann doch nicht nur der depperte Sandstein sein, oder? Doch, Sand und Sandstein. Dass der rot leuchtet, ist aber arg irgendwie, ne? Na gut, dann leuchtet er halt. Rot leuchtender Sand. Da ist keine Lichtquelle sonst. Einfach nur einen Rotschimmer. Na gut. Das haben wir im nächsten Bereich. So ausschaut mir das, außer das ist so schnell gewachsen. Das ist aber dann ein, das ist ja dann ein Safran-Loot-Paradies und Klette. Ein ist schon was verdorrt, pass auf, das werden wir mal alles wegzupfen. Es wäre interessant, wenn wir dann da wieder herkommen, ob das dann nachwächst und frisch ist. Ja? Durch die Pflanzenfasern können wir ja dann verschrüpseln, also weghauen. Das ist ja wurscht. Fahren wir einfach mal rasenmähermäßig durch. So. Ist ja wurscht, ne? Das ist die Folge, wo wir jetzt hingehen, ne? Nitrat. Wunderbar. Okay, da waren wir zuerst, wir sind zuerst dort reingegangen, jetzt sind wir da. Okay, sehr gut. Dann schauen wir natürlich gleich weiter, was da jetzt noch Schönes gibt. Da sind wir durchspaziert. Was ist da Schönes? Nägel und Holzscheiter. Naja. Da geht's auch weiter. Da geht's auch irgendwo hin. Oh. Besonders bei sowas, dass man sagt, man würde es abfarmen, brauchst du eigentlich nur einen Server neu starten. Dann vergiftet der Eisenpfeil. Wer damit? Und Mehl, ne? Nehmen wir mit, ist wurscht und wir sind jetzt schon wieder fast voll. Oh mein Gott. Oh. Aber geil da unten das Ding. Also irgendwie ist sehr, sehr leibend. Einfach mal ein bisschen für Mats farmen und ist das da hervorragend. Ja? Papier, sehr schön. Brauchen wir eh. Ist ja was Neues, aber schaut euch, wie geil das ausschaut. Also diese Dinge werden wir dann abbauen können. Das wird wahrscheinlich dieser Sandsteinblock sein, oder? Glaube ich, den gibt es ja sogar veredelt. Bilde mal jetzt ein. Vielleicht bilde ich mir was Falsches, weiß ich nicht. Polsterung. Okay. Sehr interessant. Passt auf, das machen wir lieber auf sicher, sicher mit dem. Okay, das ist nur das und das ist. Na, immerhin, roter Stoff. Das brauchen wir nicht da hinten, weil das dann sicher nur Pflanzenfasern haben. Nägel, genau. Und das sind
Pflanzenfasern, sehr richtig. Schaut super aus, da, die Decken. Diese so richtig so wie Kacheln, die sind sehr leibend. Aha. Eine Palme, ne? Wieder was Neues oder was ist das jetzt? Palmholzblock bei Werkbank. Oh! Wollte der nicht. Geil! Wieder was Neues. Ja, das ist ja. Wenn jetzt da wieder statt auf Rindern. So, Rindern. Und noch ein Palmer da dran. Oh ja, ja. Aber jetzt, so. Ist ja geil. Aber was haben wir da gekriegt? Ich weiß nicht mehr. Also Pflanzenfasern, gell? Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das heißt, ich werde dann nochmal. Da wird es einen kurzen Break geben. Und ich werde dann hinein sage ich schon, nach Hause hupfen und nochmal das Inventar ein bisschen leeren. Weil wenn wir da jetzt richtig auf Erkundung gehen, ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn das Inventar. Bin gespannt, was wir da jetzt kriegt. Wenn das Inventar bumm voll ist, ist es vielleicht auch nicht das Beste, ne? Äste? Okay, das ist nur normal. Gut, nehmen wir jetzt mit. Jetzt haben wir ihn umgehauen. Kann man mitnehmen auch. Okay. Schaut da geil aus, oder? Ich meine, eine Wohnung, ein Haus oder so brauche ich da jetzt. Das wäre Kugel. Laune der Natur, ne? Quasi. Schaut so genial aus. Ausbauer die da jetzt nicht unbedingt. Aber das schaut mal. Das muss doch irgendwas sein, oder? Das ist ein Nest. Und diese Fegeln? Na klar. Da gibt es sogar sowas zum Aufhandeln, ist ja genial. Das kann man abbauen. Da gibt's Äste. Auf Hardcore, oder? Na logisch. Und vorher ein Schutz. Ein Altar da stellen und da drinnen ein Ding einbauen, ne? Ein Bettel oder irgend sowas. Normalerweise sollte es jetzt am Boden krachen, ne? Aber da reden wir nicht drüber. Ist ja geil. Na gut, jetzt wissen wir das auch. Und da gibt es noch Palmen. Die immer mitnehmen. Palmholz, oder? Sehr genial. Das ist Sandstein, ne? Ja. Nutzen wir gleich aus, ich bin gespannt, wie der Block ausschaut. Ah, da ist ein Vogel auf, den werden wir auch gleich machen. Wahrscheinlich hier brennen heißt, dass er sein Ästadl ein bisschen zerlegt hat. Den holen wir uns schon. Nehmen wir ein bisschen leer. Oh. Dein Schädel ist nicht lauernd, ne? Logisch, nehmen wir mit. Die schauen ja irgendwie übersiehst aus, gell, aber. Ja, wir haben komplett wurscht, schau, der geht einfach weiter.
nicht. Unten hat man, wenn man trifft, macht man mehr Schaden. Haben wir gesagt, das brauchen wir nicht. Alter Schwede, schaut so genial aus. Sehr trostlos, aber die ganze Atmosphäre und die Sounds sind sehr genial. Dort, da gibt es ein paar Palmen, das ist wunderschön. Und Schwefel! Na schau. Schön. Kein Schwefel kriegt, sondern nur. Kleines Filter, oder? Das werden wir uns natürlich gleich näher anschauen. Bin da grad zwar, ich bin ja, wie Sie merkt, gerade sehr motiviert, dass da so viele leibende Gegenstände gibt. Die Sache. Rucksack voll! Na schau, wie schön. Geht schon los mit dem vollen Rucksack. Bin gespannt, ob man auch einmal so eine Feier machen kann. So eine Lagerfeier. Der Außenposten, wo keiner ist. Bell nehmen wir es nicht mit. Ruhe. Bomberl. So, wir sind bummvoll, Leute. Was ich da jetzt noch mache? Ahnt es schon? Weil so leibend ist es da jetzt auch nicht, oder? So, ich werde das Inventar kurz ausräumen, dass wir nicht mit dem bunt vollen Inventar da jetzt weitergehen. Stress oder kaum, ne? So, ich räume das Inventar kurz aus, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bin gleich wieder da. Gibt's einen kurzen Cut. Herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Ja, wir sind da jetzt auf so einem Nestal von so einem Vogel. Und diese Riesenvögel. Inventar ist ausgeräumt und geschlechtet. Und ich würde sagen, wir hupfen weiter Richtung Eisenmine. Oder die Frage ist, ob wir nicht die Warte vielleicht zuerst aufdecken. Ich glaube, das Wort wäre gar nicht so blöd. Ja? Und dann nachher hupfen wir da oben, oder? Schauen wir uns die Warte zuerst an. Die Frage, ob wir da so schnell hinkommen. Ne? Und da unten, wie man sieht, wird es eine Miasma-Wurzel geben. Aber ich glaube, wir werden uns die Warte holen, Leute. Denn mit einer Warte deckt man dann oft auch neue Sachen auf wieder. Aber jetzt ganz einfach mitgenommen. Dann schuddeln wir dann einfach einmal da hinauf zur Warte. Schauen wir uns die an. Holen wir uns die. Vielleicht ist auch ein guter Punkt. Da gibt es ja einiges dann da drüben. Bist du? Vielleicht ist dort eh die Eisenmine. Kann leicht sein. Also Wurzeln gibt es da auch genug. Also Äste. Jetzt auch irgendwo einer, ne? Okay, ist einfach nur ein Durchgang. Gut. Mal schauen, wo man es ist.
Machen wir es gleich. Die zwei. Kriegst du einen Bauch, muss man schießen, dann machen sie, kriegen sie mehr Schaden. Nicht da oben am Panzer. Ja, es tut mir sehr leid, aber das Fleisch aber brauchen wir und die Schuppen nehme ich mal an auch. Also der wird sicher dann die nächste Rüstung. 460. Da bin ich. Ja genau, bleibt da stehen in dem Moment, wo ich schieße, ist ja logisch. Ja. So Leute, geht schon wieder weiter. Musste kurz einen Break machen. Das ist Päusle. Aber da sind wir wieder. Oh. Ei, ei, ei. Das Gift tut gut. Hat die Frage, schauen wir uns die Warte an oder nehmen wir uns die Warte vielleicht das nächste Mal vor und schauen wir uns eher jetzt einmal da her, was da ist. Da ist ziemlich ein großer Posten irgendwie, ne? Bandage, wenn wir uns reinklopfen. Ja. Bufft sind wir auch wieder ein bisschen, ich habe es jetzt nicht übertrieben mit Buffen. Oh. Starker Hund. Hat uns nicht erwischt, sehr gut. So, auf der Weimar da aber eine Position suchen, wo ich ein bisschen sicher bin. Ich werde es von da oben aus einmal ein bisschen behaken, die Leute. Was ist denn der andere jetzt? Ach, da erwischt man den, das wart kein. Ist man Hacker? Noch Hacker? Zack! Jawohl! Bumm! Oh! Ja, nur ziehen an und schauen hilft halt nichts, ne? Das hilft nichts! Wieder jede Menge Metall und bumm. Nix. Oh, plündern. Holzscheitern. Na gut. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Metallschrott. Metallschrott. Da bin ich. Ernsthaft. So. Und was ist da ist für ein Lager? Noch nichts gestanden. Da finde ich allen der Erloschenen. Das machen wir jetzt nicht. Das ist eigentlich schon wieder als Hauptquest aktiviert. So. Erreiche der Eisenmine. Ha. Aha. Na, da hättest du mehr dann müssen, als wir nur schauen.
Geht da auf, ja? Geht da hin? Wieder nicht durchschießen. Ne? Ja, den im Nahkampf. Der im Nahkampf bringt, dass der umsteigt, so schnell können wir gar nicht schauen. Ne? Gegen den haben wir im Nahkampf absolut keine Chance. Das ist viel zu stark. Oh, was haben wir denn da Schönes? 23 Stufe. Bronzeschwert. Man muss merken, da ist eine goldene Truhe. Könnte man sogar da rauf, dann halt da setzen, zack, zack, eine Truhe holen. Pass auf, das markiere ich mal. Marker. Machen wir das rot für goldene Truhe, zack. So, da. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir. Da ist ja schon wieder einer, schau. Aber die halten schon mehr aus. Metallschrott. Ein Bombardel kriegen wir wieder retour. Waffen brauchen wir jetzt nicht. Aber wir könnten, wenn wir fröhlich sind, Saphirstrand. Okay. Noch ein Bombardel. Hängsen. Da kann man eine schauen. Euer Irrlichtbeschwörung. Okay. Oh ja. So ausgeschaut, ne? Da waren wir als erster um. Schauen wir es uns an. Die Ruhe vor dem Sturm kommt mir ein bisschen so vor, ha? Wenn man nicht wussten, dass es so bleibt. Ich kriege nicht die Bücher, schaut. Aha. Oh oh. Wer? Also irgendeiner hat uns gesehen und schießt auf uns oder macht irgendwas. Nur ich weiß nicht, wo das sein soll. Ah, da. Oh oh. Und irgendwo auf. Thank you.
Ah, goldene Truhe drin, was ist denn da los? Was? Irgendwie so. Oh! Ja. Wie erzählt er? Alter, der frisst aber fest schon, ne? Oh, da. Wo ist der andere hingegangen? Ach, da. Da bin ich. Ins Teekabel, den Schädel. Das steht an der Wand und ärgert sich, ne? Immer mit dem Kopf durch die Wand. War das geil gewesen, wenn man antikt. Ja, bleib nur so. Danke. Jetzt gehen wir da wieder rauf, weil der schön ist. Geht dann sogar, schau. Und bitte. Zauberstaber, Neicher. Ne, nehmen wir auch, oder? Jetzt ist dazu. So, jetzt drücke ich immer die falsche Tasten. I für Inventar, ne? Das ist halt irgendwie so dran. 44, okay, gleich. Aber der ist halt noch nicht aufgewertet. Plus 13 mehr Asthma-Rüstung, da schau her. Also, was hat der auch? Okay. Jetzt haben sie aber geändert, das war damals nicht so. Mit der Rüstung. Aber ist ja wurscht. Den werden wir aufwerten, Leute. Logisch, glaube ich. Ah, tschüss. So. Und es wird finster. Yippie! Das ist der beste Ort. Alter! Wo ist denn schon wieder der nächste? Wo ist er? Da hat einer geschrien. Wo ist er denn? Immer. Ui. Der eigene vorgestiegene Idiot, ne? Ja, nicht schlecht. Ob das da weg, ne? Wie man so schön sagt. Wasser. Der hätte die auch hingemacht. So, zack, zack, zack. Wir werden schlafen müssen, Leute, beim Finstern erkundet es nicht weiter. Also. Es ist anstrengend und für euch aber. Oh, das ist die nächste Truhe, na bumm, das ist ja auch nicht schlechter. Haben wir da Markierung auch? Saphirstand, ja. Da werden wir dann noch einen wunderschönen Screenshot machen, wenn ich es nicht vergesse. Machen schlafen. Also Schwarzpulverkugel. Das ist im Tisch gesteckt, deswegen hat es so komisch ausgeschaut. Ein Falkenbrustpanzer. Wieder mal I statt B. N war das. Zack. 82, 41, 75, 75. Feuer, Eis, Miasma und Schock. Plus 5 Sekunden. Was? Plus 5 Sekunden ausgeruht. Ist super, ne? Minus 31% Ausdauer, Erschöpfung. Ausdauer? Erschöpfung gleiten? Ja, das ist halt leider besser, ne? Wegen die Lebenspunkte. Man könnte das natürlich mal probieren. Ausschauen tut es ja geil, passt besser zu uns, aber Leben haben wir natürlich weniger, ne? Wenn uns da jetzt einer erwischt. Brauchen wir natürlich noch ein Bett. Und in die Richtung kommen wir dann nicht mehr, oder was? Oh ja. Hopp. Was müssen wir da machen? Genau. Wir gleiten einfach hinüber. Das war die Ruhe. Da kommt man rein, schaut. Org.
Dunkelmonarch-Helm, hä? Hey? Hab ich auch nicht gesehen vorher. Was ist mit mir los? Kritischer Nahkampf, okay, das ist halt Nahkampf. Schaut aber geil aus, das Ding, ja? Ist jetzt für uns unnötig. Wir riskieren es ganz einfach. Wir werden uns jetzt hier legen und mützen. Sogar in der Wüste gibt es einen Hahn. Irgendwo von da, Saphirstrand. Irgendwo von da oben war es geil. War lecker, kommen wir da irgendwo hin? Pass auf, von da vielleicht? Aber das war geschickt. Ziemlich an, oder so. Von da oben würde ich gerne eine knipsen. Oder der für mich hat natürlich jetzt. Geil, danke sehr. Eisenpfeil. Da darf ich mich natürlich jetzt nicht vertun. Na, das habe ich ziemlich gut gemacht, ne? Seid stolz auf mich. Ah, schön. Schaut. Das ist ein Po. Na, jetzt check es aber so richtig gut, ne? Gott. Jetzt werden wir hoffentlich irgendwann noch ein bisschen heller werden. Heller? Ich hätte es echt gern von da drüben gehabt. So. Oh, schaut geil aus. Zack. Und so machen wir es auch noch. Patsch, danke, tschüss. Vielleicht haben wir dann noch eine schönere Position, wo. Das ist nach wie vor der Blödsinn, finde ich, wenn man. Na, Bogen. Stachelbogen? Na, so ein bisschen haben sie sich verschrieben. Bogen, nicht Bogen wahrscheinlich, ne? Die geilen Lampen, gell? Die schauen super aus. Bin gespannt, ob man die auch noch kriegt. Schauen wir mal von außen. Schaut ja geil aus, was ist denn das für so ein. Wie ein Markisen, ein altertümlicher, ne? Ich bin zu Hause. Was liegt denn da? Bell, danke. Oh, Bücher. Ja, Leute, die brauchen wir. Das ist der Wisch, ne? Na. Kann er da haben, merkt das? Irgendwie sollte der glaube ich, da jetzt auch noch nicht einmal drum rennen, ne? Hat besser gewesen, wir schauen den Weg an. Genau, da war die Truhe, die haben wir aufgesperrt, da waren wir. Gehen wir mal gegenüber rein, da waren wir, glaube ich, oh ja, da waren wir auch schon, ne? Und rennen wieder in dieselbe Falle rein, wie ich das gesehen, wie der wieder aufgestellt hat. Genau, da waren wir. Sonst ist da nichts.
Wupp. Danke, jede Menge Bomben. Ah! Ich sehe was. Aber der hat aber mal richtig gesessen, der Song, ne? Jetzt ganz einfach mit die Holzscheite, weiß, wurscht ist. Brauchen wir eh, wenn es wenn schon so der blaue Stoff. Oder haben wir den auch schon gekriegt? Na, rot haben wir, orange haben wir, oder war das blau? Weg da, plündern. Knochen, die brauche ich genau. Nicht. Bis. Können wir, Leute, Knochen können wir uns so leicht farmen, indem wir ein bisschen ein paar Wolferln und sonstige Tier machen. Da brauchen wir wirklich nicht jetzt da so Knochen aufheben und uns das Inventar zusparen mit den Plätzchen. Würde ich jetzt mal sagen. Palmholzstämme, dankeschön. Na, was ist da? Verpackt. Alte B. Hä? Das geht. Das haben sie geändert. Okay, geil. Okay. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, wenn man das vor dem Patch gemacht hat, hast die Bücher nicht mehr bekommen. Es ging ein Puff und da sind ein paar Seiten durch. Durch die Luft geflogen und so weiter. Leute sollen ja auch wissen, dass wir da waren. Ausgeruht, Buff ist aus. Eieiei, das ist schlecht. Metallschrott nehmen wir natürlich mit, weil wer weiß, für was wir das noch brauchen. Ne? Kann man immer brauchen. Und davon haben wir jetzt aber schon einiges, oder? 53, bumm. Das war gut gemacht, so wollte ich das. Nehmen wir mit. Servus, grüß dich. So, das haben wir. Das halt mit, ist ja wurscht. Oh, alchemistischer Grundstoff. Sehr schön, danke sehr. Brunnen, nehmen wir Wasser mit. Jetzt werden es wahrscheinlich eh nur drei, ne? Eins, zwei, drei. Ja. Hier schaut auch geil aus, ne? Ist da jemand? Ist gut. Geil. Schönes Fenster auch, ne? Eisenfenster oder was ist das? Boah. Dietrich, dankeschön. Ein bisschen verkommen da die Hitten, ne? Sag schon, das Plündern. Mysteriöses Fleisch. Hey. Probier gerne nochmal, ob das geht. Alles, was wir am Arzt brauchen, Leute. Aufgeschauen wollten wir noch, ne?
Genau. Und der wird schnell kaputt. Haben die da keinen Amboss zum Reparieren eigentlich? Was haben die, so wie die das zugenagelt haben, also falls die das damit erreichen wollten, dass nicht so eine staubt, ist nicht Hosen gegangen. Ich probiere das jetzt nochmal. Aber ein schönes Bett, ne? Aber wie? Das schaut ja mal geil aus, das Bett. Ich hoffe, das können wir auch machen, aber ich glaube schon, ne? Ich meine, im Moment noch nicht, aber vielleicht noch mit den neuen Sachen dann. Den neuen Holz da mit diesem Palmholz. Ich will kein Palmöl, nein, nein, ist nur Palmholz, keine Angst. Boah. Ich weiß, das sind nur. Das sind keine echten Spinnen und trotzdem finde ich es grindig. Schaut ja geil aus. Aber die Fenster, wie geil, oder? Ja, das ist Eisen. Also ich glaube, das ist schon gut, dass wir so viel Metall schon aufheben, Leute. Na. Genau, Holzscheiter, na ist ja wurscht. Oh, Bücher. Da waren wir zuerst, gell? Und in was für ein Licht es da getaucht ist, ne? Durch diesen Sand und das leicht rötliche. Urgenial. Hä? Ernsthaft? Ja, da ist ein bisschen was schief gegangen, ne? Der ist ein. Lukrativ da, muss ich sagen. Das ist ein Saphirstrand oder was? Oh, von da schaut es ja geil aus, oder? Leute, da machen wir ein Screen. Da schaut es aus, warte mal. Zack, geht ja schnell. Jetzt nicht nervös. Schaut euch das an. Dabei. So. Oder gehen wir noch weiter rauf? Da kann man sogar was lesen. Das macht man nachher. Ich hab's nicht übersehen. So machen wir das. Wir gehen in die Hocke und vielleicht eventuell die Kamera weiter weg. Genau, und dann kriegen wir da mehr drauf und wir haben da das schön oben. Und zack. Wunderschön. Zack und zack. Ja, und wir sind schon. War jetzt halb so wild, oder? Hat keiner einen Ausschlag gekriegt von euch. Alles gut. Wir sind schon fertig. Hey, das zahlt sich einmal richtig aus, das zum Kaputtmachen. Da ist sogar sowas drin. Da hat es ja immer, waren bis jetzt immer noch Pflanzenfasern und Fetzen drinnen. Ne? Da haben wir es ja schon. Man braucht ja nur drüber reden, da kommen so ja gleich die Fetzen. Ne? Aber wurscht, vielleicht haben jetzt dann ja die Stofffetzen tatsächlich auch einmal mehr Sinn, als wie nur, dass man sich ein Bandage damit zusammentragt. Kann ja sein, ne? Vielleicht kann man jetzt aus den Stofffetzen auch Stoff machen, diesen, deswegen nehme ich das jetzt auch mit, auch wenn es nicht will. Zack, Dankeschön. Da drüben waren wir noch nicht, oder? Aber auf dem Dach waren wir auch noch nicht. Na, ach ich Trottel. Trottelius, na gut, na nochmal, Schwarz. So, okay.
Okay, das so aus, ja. So. Den Butterstößel haben wir auch gleich kaputt. Keine Butter mehr, tut mir leid. So. Passt. Jetzt gehen wir mal da oben rein. Mit Anlauf. Hopp, auf die Markisen. Auf die Markise. Oh ja, waren wir schon. Na gut. Haben wir nicht alles kaputt gemacht, wenn wir es gedacht haben, da sind änderte Stofffetzen drin. Ich habe vielleicht schon ein paar Mal zu oft das Wort Stofffetzen gesagt, deswegen kommen sie jetzt auch wieder. Das Spiel hört zu lang. Man will oder nicht. Na gut. Ja. Da geht's auch. Gut, das war's. Das ist ja eigentlich nur ein bisschen zum Looten da gewesen. Ne? Denkt man so schon, dass es drüben ist. Das ist jetzt so ein Sandsturm. Ich meine, ihr kennt das. Ich tue mal kurz Regional dran. Was ist eine Milchsuppe, ha? Danke, nein. Wo sind wir da jetzt? Schauen wir kurz mal. Oh. Na gut, dann werden wir aber. Ich will nicht darunter. Das werden wir von oben probieren. Was ist das für ein Viech? Den holen wir uns daher, weil ich möchte ihn nicht im Miasma looten müssen. Na, komm her. Okay, also die lustigen Fegeln gibt es auch in Blau. Achso, 5 Federn und na gut, haben wir doch irgendwas Spezielles, aber doch nicht. Alter, schaut das geil aus da. Machen wir ein kleines Schwefelvorkommen. Wir tun uns. Was ist das da oben? Grüß euch. Tut's mir nichts oder tut's mir schon was? Oh! Was ist da für ein Spalt? Ja, auf da. So, und da holen wir uns schon das Händelschenkel. Was ist das da? Sand? Lapis Lazuli? Da wieder einer. Sag einmal. Na dann, Anfred, was ist mit dem? Bitte nicht darüber gehen. Na ja, du Idiot. So. Mich wie in Minecraft. Was ist denn, das nehme ich jetzt mit, Leute. Pass auf, wir sind schon gut in der Zeit. Ich werde einfach jetzt mal ein bisschen abbauen. Vielleicht, wenn ich fröhlich bin, werde ich da auch einfach nur, dass wir schnell wieder herkommen, einen Altar setzen. Habe ich gesetzt, falls ich quasi intelligent und Absteiner mitgenommen. Ja, war ich lustigerweise, nicht? Na, wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, aber das heißt nicht, dass ich immer dran denke. Ne? Ich werde da jetzt ein bisschen aufbauen, weil, das ist geil, ja. Ich werde da ein bisschen Lapis Lazuli jetzt aufbauen und, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf und dann werden wir uns da hinunterwagen müssen. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Baba. So, dann machen wir das. Einen schönen Lapis Lazuli im Hintergrund habt ihr.